empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Be water, my friend. Also, lieber Manuel, lieber Jonas, herzlich willkommen in der Flowgrade Show. Danke für die Einladung. Servus, Max. Freut mich sehr. Ich habe euch ja schon länger auf dem Schirm. Wir haben gerade im Vorgespräch schon besprochen, dass ich unter anderem, was mir tatsächlich kurz mal entfallen ist, euch ja schon in meinem Buch verarbeitet hatte. Und zwar als so den Tipp für Meditations-Apps in Deutschland. Und meine erste Frage wäre gleich, weil ich finde die Geschichte sehr spannend. Ihr habt ja beide, wie ich hier gelesen habe, Erfahrungen in Indien auch gesammelt. Wie kamt ihr denn zu dem Projekt SevenMind? Was ist die Geschichte dahinter? Ja, das ist eine relativ lange Geschichte in Anbetracht der Zeit. Erzählt sich nicht in aller Tiefe. Das mache ich mal irgendwann, wenn die Zeit dazu da ist. Mich interessiert vor allem eigentlich diese Erfahrung in Indien, weil ich habe tatsächlich auch das Thema der Meditation so in Indien kennengelernt. Ich habe damals ein Praktikum gemacht und war damals total, ich kannte Meditation, aber ich war so, ruhig sitzen bleiben und nichts sagen und denken oder nichts denken. Total furchtbar. Und damals hat mein Chef, das war ein alter Professor aus Indien, mir dann gesagt, du fährst jetzt dahin ins Ashram, bist eine Woche da, ich sperre dich ein und wenn es wirklich so schlimm ist, dann hole ich dich wieder raus. Mhm. Und danach war ich gefangen. Also das war für mich so die Erleuchtung. Seitdem bin ich ein Riesenfan der Meditation. Ja. Und deswegen vielleicht habt ihr da eben auch so eine Geschichte, die mir da kurz erzählen könnt, wie das für euch war, wie das Gefühl auch war, darauf gestoßen zu sein. Ja klar. Also grundsätzlich, Jonas und ich kennen uns jetzt schon seit 25 Jahren. Wir kennen uns eigentlich schon aus Kindertagen. Zur Meditation selber bin ich dann, Manuel, dazu gekommen, dass ich nach der Schule dann auf recht freiwilliger Basis, also ich hatte niemanden, der mich nach Indien gezwungen hat, tatsächlich so ein bisschen, ich hatte den deutschen Staat, der hat mich gezwungen, ich musste noch Zivildienst machen und den Zivildienst konnte man, das war 2009, den konnte man mit so ein paar Tricks auch in Indien machen und dann dachte ich, das ist spannender, als das irgendwie in Deutschland zu tun, bin dahin, habe in einer indischen Familie vor Ort gewohnt, ich war Lehrer an der Schule, und habe die meiste Zeit in einer Familie gewohnt. Und diese Familie hat jeden Morgen und jeden Abend meditiert. Also richtig als Familie zusammen. Die Eltern haben, glaube ich, nebenbei auch nochmal meditiert zwischendurch. Aber auch die Kinder haben dann vorm Frühstück und vorm Abendessen mit meditiert. Sodass ich so nach 2 Monaten mir ein bisschen komisch vorkam, weil ich saß dann halt da stumm rum und dachte, okay, jetzt machen die wieder ihr stummes Ding. Ich hatte keinerlei Erfahrung mit Meditation, kein jetzt ausgeprägtes Interesse. Mein Ziel mit Indien war nicht, ich möchte da erleuchtet werden und ich will in dem Jahr ein neuer Mensch werden, sondern mein Ziel war damals, ich will irgendwie in das Land, was kulturell am entferntesten von dem ist, was ich aus Deutschland kenne. Und das war für mich Indien. Und dann war ich aber neugierig und bin in den Ashram gegangen, habe dann einen 3,5-Tages-Kurs gemacht und der war freaky, sage ich mal. Der ging schon, das war okay, die haben das schon so ein bisschen auf Westler angepasst, so dass ich das irgendwie aufnehmen konnte. Und dann habe ich mich danach 40 Tage, jeden Morgen, jeden Abend, mich selbst quasi gezwungen, diese Übung, das war so eine 20-minütige Technik, einfach zu machen. Ich hatte auch die Zeit dazu, weil meine Lehrerstelle in Indien war jetzt nicht wirklich, es waren 20 Stunden die Woche, also es ging, da war noch ein bisschen Freizeit übrig. Und das war 2009, diese 20-minütige Technik, ich variiere sie so ein bisschen an Tagen, wo morgens irgendwie ganz viel los ist. Ich weiß, da sollte man eigentlich eine Stunde meditieren, dann meditiere ich trotzdem aber nur 10, 15 Minuten. Und an Tagen, wo ich mir die Zeit nehmen kann, dann mache ich 20. Es ist aber immer diese Technik. Und jetzt ist 2019, das mache ich seit 10 Jahren jeden Morgen. Das hat für mich geklappt, weil nach diesen 40 Tagen merkte ich einfach, wow, das revolutioniert jetzt nicht mein komplettes Leben und irgendwie, ich fühle mich erleuchtet, aber der Unterschied war so merkbar, dass ich gedacht habe, das hörst du einfach nicht mehr auf. Und ich habe jetzt nicht drüber nachgedacht, das will ich jetzt immer durchhalten, sondern es war ganz klar, wenn ich das mal morgens nicht gemacht habe, was fast nie vorgekommen ist, mal durch Krankheit oder durch einen blöden Flug, der lange ging, dann war ganz deutlich der Unterschied spürbar zu den Tagen, wo ich morgens meditiere. Und seitdem ist es so wie Zähneputzen, ohne riecht man nicht gut und ohne Meditieren morgens bin ich nicht der gleiche, wie ich das bin, wenn ich meditiere. Genau, und dazu gibt es ja auch noch einige Wissenschaft. Habt ihr vielleicht sogar einen ganz kurzen Status quo, was die Wissenschaft aktuell über Meditation sagt? Gibt es da zum Beispiel neue Studienerkenntnisse, die letzten Jahre herausgekommen sind?
Da möchte ich an unseren Head of Science Jonas verweisen, weil die einzige, wir haben auch mal eine Studie mit der SafeMindApp gemacht, und das war maßgeblich, daran war maßgeblich Jonas beteiligt. So High Level weiß ich auch ein bisschen was, aber ich glaube, du bist da noch ein bisschen besser im Thema. Ja, also generell kann man sagen, dass die Publikationen zum Thema Achtsamkeit, Mindfulness seit 7, 8 Jahren richtig abgehoben haben. Also wenn man sich den Verlauf da anguckt, ist es wirklich, kommt super viel zum Thema raus und auch sehr vielversprechende Ergebnisse. Ist immer noch ganz am Anfang, das sagen die Wissenschaftler auch immer dazu. Man muss vorsichtig sein, das sind alles Indikationen und muss weiter geprüft werden und in größeren Stichproben und auch mit anderen Methoden. Die am besten untersuchteste Methode ist MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction. Das war ja so von Jon Kabat-Zinn aus Amerika, aus dem klinischen Bereich, eigentlich die Technik, die am besten erforscht ist und auch jetzt standardisiert ist. Auf der ganzen Welt gibt es zertifizierte Trainer. Das ist so quasi die erste Welle, könnte man sagen. Da haben wir uns auch sehr stark daran orientiert, bei der Konzeption der App an dieser MBSR-Technik. Und ja, es ist super erstaunlich, was die Wissenschaft herausfindet. Also sowohl auf den physischen Bereich, dass man sagen kann, Blutdruck sinkt, die ganzen, ja, fast alle Symptome, die irgendwie stressinduziert sind, was sehr, sehr viele Symptome sind, da wundert man sich häufig, können verbessert werden. Und auch Geist, vieles auf der geistigen Ebene, also Konzentration. Wenn man mit Kopfschmerzen oder sowas zu kämpfen hat, ja, also es gibt fast wenig Bereiche, wo irgendwie kein positiver Einfluss von Meditation festgestellt werden konnte. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Wie wird denn bei dem MBSR zum Beispiel Meditation dann definiert? Gibt es da also ein ganz gewissen ein Kriterium, wenn man in einem meditativen Zustand ist? Ja, also dieser meditative Zustand ist immer schwer zu definieren. Die Technik könnte man vereinfacht so definieren, dass man sagt, man versucht, seine Aufmerksamkeit auf einen Fokuspunkt zu richten. Das ist meistens der Atem, der bietet sich an, weil da bewegt sich noch irgendwie was im Körper, das fällt uns leicht. Es gibt auch so Körperwahrnehmungsübungen, dass man halt die verschiedenen Körperteile irgendwie geistig durchgeht und da so reinfühlt, guckt, ist das gerade warm, kalt, wie fühlt sich das an? Es gibt ja auch so Mantren, dass man immer den gleichen Satz sagt. Auf jeden Fall, man nimmt irgendeinen Fokuspunkt, um seine Konzentration gezielt darauf zu lenken und nicht auf das tägliche Wirrwarr zu achten, was halt sonst da ist, die ganzen Gedanken, die so einem durch den Kopf fliegen. Und dann ist man auf diesem Fokuspunkt und dann dauert es meistens nur wenige Sekunden, bis dann doch irgendein Gedanke kommt, obwohl man sich vorgenommen hat, gerade sich auf diesen Punkt zu fokussieren. Es kommt irgendein Gedanke, der trägt einen weg und dann stellt man das wiederum irgendwann fest. Das ist so die dritte Phase, dass man sagt, ah, okay, ich wollte mich ja gerade auf den Atem fokussieren. Denke aber gerade daran, was ich noch einkaufen muss, bevor ich nach Hause komme. Das wollte ich eigentlich nicht, also lenke ich meine Aufmerksamkeit wieder zurück auf den Fokuspunkt. Und dieser Dreischritt ist eigentlich, der wiederholt sich dann immer wieder. Dann bin ich wieder auf dem Fokuspunkt, achte auf meinen Atem, dann kommt der nächste Gedanke. Der trägt mich weg, ich stelle fest, ah, ich denke gerade, wollte ich eigentlich gar nicht, wieder zurück auf den Fokuspunkt. Das ist also so, wie wir nennen das immer so ein bisschen mentales Gewichtheben. Das mache ich immer wieder. Und je häufiger ich das mache, umso stärker wird mein Muskel und umso länger kann ich auf einem Fokuspunkt bleiben. Und dann finde ich es auch ganz logisch, dass es halt positive Effekte hat, weil wenn ich mich einfach schule, auf irgendwas mich besser zu konzentrieren oder länger zu konzentrieren, jetzt so was Künstliches in der Übung, in der Meditation halt der Atem oder die Körperwahrnehmung, dann fällt mir das im Alltag halt auch viel, viel leichter. Weil wenn ich dann an einem Aufsatz sitze, an einer E-Mail oder mich auf eine Klausur vorbereiten muss, dann kann ich mich auch besser darauf, länger darauf konzentrieren und die äußeren Einflüsse, die so auf mich einprallen, besser von mir weisen oder schneller wieder zu meiner Hauptaufgabe zurück. Gibt es so eine Mindestdauer, die man meditieren sollte, um genau dann die ersten Effekte zu haben? Also da kann man grundsätzlich sagen, dass es wichtiger ist, es regelmäßig zu machen, als jetzt unbedingt sehr lang zu machen. Ne? Also besser 5, 6 Minuten am Tag als irgendwie eine Stunde in der Woche, einfach in so eine Gewohnheit reinzukommen. Und diese 7 Minuten sind tatsächlich auch entstanden, dass wir mal irgendwo so eine Genau, das Studie wäre die gesehen nächste haben. Frage gewesen, ja. Ja, irgendwo mal so eine Studie gefunden haben, die genau sich das angeguckt hat und wo dann auch so 7 Minuten als Untergrenze rauskam. Also ich glaube, so bei 2, 3 Minuten wird es irgendwann schwierig wahrscheinlich. Aber es reichen anscheinend schon 6, 7 Minuten, wenn man es wirklich täglich macht, dass man einen spürbaren und auch einen messbaren Effekt hat. Natürlich kann man auch sagen, je länger, desto besser.
Aber wir haben festgestellt, und deshalb auch diese 7 Minuten, erstmal diese Untergrenze, dass wenn man sagt, das ist beim MBSR-Kurs zum Beispiel so, wenn man den macht, der geht über 8 Wochen, und da wird man angehalten, jeden Tag 45 Minuten zu üben, zu meditieren. Und da haben wir festgestellt, auch aus unserer eigenen Erfahrung, das ist gerade für Anfänger einfach zu viel. Das macht man nicht. Das ja. hält man vielleicht noch die erste Woche durch. Aber dann muss man schon so viel Platz in seinem Alltag machen, der ja schon häufig sehr durchgetaktet ist, dass man dann doch schnell sagt, okay, das kriege ich nicht hin. Aber diese 7 Minuten, da sagen wir immer, okay, dein Alltag kann so stressig sein, es gibt eigentlich keine Ausrede, warum ich dann nicht noch 7 Minuten irgendwie kurz nach dem Aufstehen oder vor dem Einschlafen da einbringen kann. Da gibt's keine Ausreden. Okay. Ja. Jetzt, ihr habt ja diese schöne App, aber ich glaube, es ist zum einen ja wesentlich mehr als eine App. Eure Vision ist ja wesentlich größer. Und ihr habt ja, soweit ich weiß, mittlerweile ein Online-Magazin und ein Event auch, das ihr veranstaltet. Mhm. Wir haben eigentlich, also die App ist schon so das Kernstück, damit haben wir auch angefangen. Ich zeige sie gleich mal. Bitte? Ich rede ruhig weiter, weil ich werde sie nur kurz mal aufmachen und zeigen für alle, die dann, wir stellen ja das Video auch auf YouTube. Okay, super. Ja, das wäre dann kurz. Genau, App ist das Kernstück, das war unser erstes Produkt und grundsätzlich versuchen wir aber verschiedene Sachen rund um das Thema Achtsamkeit irgendwie mit dieser Mission, das ein bisschen zugänglicher zu machen und für mehr Leute attraktiver zu gestalten. Und das machen wir gerade im B2B-Bereich, also für Unternehmen noch über ein Konferenzformat, wo wir uns gezielt das Themenfeld Achtsamkeit und Wirtschaft anschauen. Laden wir Führungskräfte, Geschäftsführer, Personaler für 3 Tage an ein altes Benediktinerkloster, gar nicht so weit von dir entfernt. Das ist bei Würzburg, ja, genau. Bischofshof, eine super schöne Location. Mhm. Und haben da so einen Mix aus Retreat und Konferenz. Also ganz viel Praxis auch. Die Leute können Yoga machen, Qigong, verschiedene Meditationstechniken ausprobieren. Und wir geben aber auch Input von Wissenschaftlern oder von Leuten, die es irgendwie schon im Unternehmen implementiert haben. Das ist ein sehr, sehr erfolgreiches Format, was wir gerne machen. Sonst haben wir noch ein Buch rausgebracht oder so ein Organizer, der auch so ein bisschen Coaching-Elemente hat und versucht, seinen Alltag achtsamer zu gestalten. Von Null auf Oben heißt das Buch. Darfst du gerne erwähnen, dann wissen die Leute, wo sie es finden sollen. Genau, Null auf Oben. Im November rausgekommen, auch noch relativ frisch. Ist jetzt auch in der 3. Auflage, also es läuft erfreulicherweise auch sehr gut. Genau, einen Podcast haben wir auch, der ganz gut funktioniert, der jeden Sonntag rauskommt, wo wir auch immer ein Thema aufgreifen, was nicht nur streng im Bereich Achtsamkeit ist, sondern auch in allen verwandten Themen. Also da sprechen wir auch mal über Ernährung und andere Art verwandte Themen. Hab ich noch was vergessen? Ich habe gleich mal eine Frage, weil ich sehe jetzt zum Beispiel hier in eurer App die verschiedenen Kategorien. Ja. Habt ihr jetzt zum Beispiel, also eine Frage wäre, gibt es eine Kategorie, die besonders beliebt ist, wo man wirklich merkt, boah, da ist irgendwie ein Bedürfnis bei den Menschen jetzt im deutschsprachigen Raum, was vielleicht sogar euch überrascht hat, dass ihr sagt, boah, die meisten machen irgendwie dieses Modul oder so? Also du kannst schon, das ist allerdings technisch bedingt, am beliebtesten ist natürlich der Content, der kostenlos ist. Weil auf den können per se die meisten Leute zugreifen. Wenn ich das jetzt aber mal rausrechne, dann das, was mich überrascht hat oder uns, glaube ich, ein bisschen überrascht hat, jetzt schon auch vor 4 Jahren, dass alles zum Thema Schlaf ist unheimlich beliebt. Mhm. Und das war Anfang, also mittlerweile ist mir das sehr klar, weil da gibt es einen ganz starken Konnex, dass Menschen gerade dann auf der Suche nach Entspannung und nach Ruhe sind, wenn sie eben versuchen einzuschlafen und das jetzt nun mal vielleicht nicht so gelingt. Was ein Problem in Deutschland ist, wo wir überrascht waren, wie manifest das eigentlich ist oder wie viele Leute davon betroffen sind, Schwierigkeiten haben einzuschlafen. Da ist unsere App mittlerweile echt eine große Hilfe, glaube ich, geworden. Mhm. Wir haben auch relativ viel Content, den wir gerade sehr stark ausbauen. Alles rund ums Thema Schlaf. Auch Themen, die so ein bisschen weg von einer reinen Meditation gehen. Wir haben mittlerweile auch so Schlafgeschichten. Das ist jetzt eigentlich keine geführte Meditation mehr, sondern das sind ich nenne es mal Schlafgeschichten für Erwachsene. Da ist jetzt, hat ein bisschen was natürlich von, wie mir früher meine Eltern vorgelesen haben, aber da sind wir einfach sehr als Menschen gut drauf, das funktioniert, ich will jetzt nicht sagen konditioniert, aber das ist was Leuten dabei hilft einzuschlafen, wo ich jetzt gar nicht aktiv was tun muss. Ich höre einfach nur zu und die Geschichte ist auch so aufgebaut, dass sie am Anfang
schnappt sie sich relativ schnell so deine Aufmerksamkeit, weil da passiert irgendwie was und dann wird es aber im Zeitverlauf immer langweiliger. Oder dann kommen immer mehr Wiederholungen rein, die Stimme wird ein bisschen ruhiger, es wird, genau, wir beschreiben ganz mannigfaltig irgendwie eine Umgebung, so dass mein Geist irgendwann merkt, so, okay, ich schalte so ein bisschen ab. Das ist ja in dem Moment genau gewünscht. Also die sind schon so designt, dass sie einen zum Ende hin in Schlaf führen sollen. Ach, lustig. Dass sie sozusagen. Ich würde sagen, das Schlaf ist so das, was mich jetzt zumindest überrascht hat, dass das so stark nachgefragt wird. Natürlich, ansonsten ist noch das Thema Stress ein starkes. Hätte ich jetzt auch vermutet, aber ja, also sehen wir auch bei uns zum Beispiel in der Biohacking-Welt, dass das Thema Schlaf, also wirklich nach den Schlafpsychologen, mit denen wir so gesprochen haben, die sagen bis zu die konservativen 80%, die anderen bis 95% der westlichen Bevölkerung hat gelegentliche Schlafprobleme. Und jetzt eben ja, wieder multifaktoriell, aber da eben Lösungen anzubieten, denke ich, ist sehr wertvoll für die Leute. Und jetzt wollte ich gleich mal drauf eingehen, wenn jetzt jemand Lust hat, mal euch auszuprobieren, ihr könnt gleich mal erwähnen und euch noch nicht kennt, was ist denn die beste Möglichkeit? Ich habe zum Beispiel gesehen, ihr habt auch auf YouTube Meditationen und wo jemand reinhören kann. Ich weiß, die App runterladen ist bestimmt Nummer eins, aber einfach nur, dass jetzt jemand, der im Auto sitzt und fährt und zuhört und sagt, das will ich mal ausprobieren, dass man den kurz mal dahin leitet. Klar, ja, super easy. Also unsere App ist, wie gesagt, kostenlos, gibt es für iPhone und für Android, also im Apple App Store und im Google Play Store. Kann man sich einfach runterladen, Profile erstellen und dann ist der Grundlagenkurs, das sind die ersten 7 Übungen, ist komplett kostenlos. Da muss man auch sich zu nichts verpflichten, kann man so lange und so häufig ausprobieren, wie man möchte. Kriegt man, glaube ich, einen sehr guten Eindruck von unserer Technik. Und wenn man es wirklich mal eine Woche durchzieht, auch schon mal ein Gefühl dafür, taugt mir das oder nicht. Und dieser Grundlagenkurs ist auch so aufgebaut, die Übungen bauen so ein bisschen aufeinander auf, dass man wirklich mal eine erste Idee bekommt, was sind so die Techniken, wie vorher ist auch, es geht nicht sofort los, sondern man hat immer ein kleines Intro, ein kleines Outro, was dann auch noch ein bisschen abholt, wo kommt es eigentlich her, was macht es, wie gesagt, im Gehirn oder was hat es so für Konsequenzen. Das ist eigentlich der einfachste Weg, mal eine Idee von Meditation zu bekommen, das war so auch die Idee dahinter. Genau, ich meine, wir machen sowieso... Die Shownotes nochmal für alle sind sowieso auf flowgrade.de/7mind. Da ist der Podcast hinterlegt, Audio wie Video, genauso wie verschiedene Links und weiterführende Informationen zu euch, wo man euch finden kann und Informationen zu allen tollen Sachen, die ihr da so macht. Perfekt. Genau. Wenn ich jetzt gerade im Auto sitze, dann wäre vielleicht wichtig, erstmal rechts ranfahren oder, wenn man nicht meditieren möchte, was wir nicht empfehlen können, dann den Podcast hören. Der Podcast hat jetzt keinen, also der Seven Mind Podcast, den kriege ich über Spotify, auf iPhones, über die Podcast-App, über Soundcloud, da werden die auch gehostet. Ich glaube, bei YouTube sind die auch, oder? Mhm. Ja, genau. Also gibt es viele Möglichkeiten. Der Podcast ist jetzt keine aktive Meditation, sondern da habe ich, wie Jonas eben schon kurz gesagt hat, halt sehr viele Hintergründe zu, was bringt eigentlich Meditation zu Themen, die nah dran sind. Also für Menschen, die nicht nur meditieren wollen, sondern auch sich ein bisschen in diesem Gebiet weiterbilden möchten. Ich glaube, ist das eine ganz gute Möglichkeit. Ja. Und der ist überraschenderweise echt stark mittlerweile. Also wir haben, glaube ich, 2,5 Millionen Hörer in dem mittlerweile gehabt. Wir haben einen tollen Moderator vom Podcast, der das super macht. Also gerne mal reinhören. Ja, auf jeden Fall. Und jeder, der jetzt gerade zuhört und vielleicht den hört, dann gerne auch einen Screenshot machen, einfach mal teilen mit @7mind, @flowgrade. Und uns zeigen, dass ihr das nutzt. Das funktioniert immer ganz gut bei uns. Dass wir so die Leute animieren, einfach mal so Hallo zu sagen. Und jetzt habe ich noch ein paar Rapid-Fire-Questions zum Thema Meditation. Zum Beispiel, was ich jetzt auch... Ich habe tatsächlich eine Meditation von euch heute Morgen gemacht. Mhm. Und es geht ja auch immer ums Hinsetzen. Jetzt die Frage kommt recht häufig, sitzen oder liegen, macht das einen Unterschied? Ist es besser zu sitzen beim Meditieren? Ist es besser, nicht sich anzulehnen? Habt ihr da... Vielleicht noch ein paar Infos. Ja, also wenn ich jetzt das mit der Strenge meines indischen Ashram-Lehrers sagen würde, dann verschrecke ich vielleicht ein paar. Doch, aber es gibt Unterschiede. Also wenn ich jetzt, was ist mein Ziel? Will ich mich in Meditation schulen? Will ich also meine Konzentration schulen? Wenn das der Fall ist und ich will gerade nicht einschlafen, wir haben ja gesagt, Schlafen ist auch oft eine Motivation der Leute, dass sie irgendwie besser einschlafen wollen. Wenn ich jetzt aber wirklich meditieren möchte, dann macht es Sinn, sich nicht hinzulegen, weil hinlegen ist für unseren Körper eine Pose, in der er abschaltet, in der das Gehirn merkt, oh, jetzt kann ich eigentlich Pause machen und den Geist so ein bisschen fliegen lassen, das ist jetzt nicht perfekt geeignet, um sich zu konzentrieren. Deswegen am besten aufrecht hinsetzen und ja, auch wenn es am Anfang vielleicht unbequemer ist,
versuchen, sich nicht anzulehnen. Warum? Man sagt eigentlich, dass die Wirbelsäule gerade sein sollte und auch, dass sobald ich mich anlehne, signalisiere ich meinem Gehirn eigentlich auch, also ein bisschen Pause und kannst dich ein bisschen zurückfahren. Also versuchen sich aufrecht hinzusetzen, wenn es geht, nicht anzulehnen, wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht gehen sollte, natürlich sich so hinsetzen, wie man sich irgendwie konzentrieren kann. Dann kann man sich auch anlehnen. Ich hatte, wie ich in Indien war, war halt die Maßgabe im Schneidersitz, ohne anzulehnen. Ich habe meine ganze Kindheit lang Fußball gespielt. Ich kann überhaupt nicht gut, oder ich konnte damals nicht gut im Schneidersitz sitzen. Ich hatte Höllenschmerzen nach 5 Minuten. Habe mir das dann irgendwann antrainiert. Am Anfang wäre ich aber, glaube ich, auch sehr dankbar gewesen über eine leichte Stütze, weil die ersten Meditationserfahrungen waren mehr Schmerzerfahrungen bei mir, weil ich einfach nicht anständig sitzen konnte. Mittlerweile geht's, aber genau. Und wenn das so ist, dann sollte man sich jetzt nicht so streng behandeln. Da kann man noch natürlich eine kleine Unterstützung bringen. Kurz gesagt, aufrecht sitzen, am besten ohne anlehnen. Die Frage kam mir jetzt gerade, aber ist es möglich, auch mit offenen Augen zu meditieren? Mhm. Auf jeden Fall. Gibt es auch verschiedene Richtungen, die das eher bevorzugen, dass man sagt, okay, ich lasse die Augen auf, gucke aber ein bisschen nach unten, also habe so einen Soft Focus, wie das genannt wird, dass ich nicht auf irgendwas genau gucke, sondern einfach so ein bisschen ins Nichts gucke. Also die klassische Zen-Lehre sagt das auch, also mal mit Augen auf zu meditieren. Für Anfänger sagt man aber eigentlich, ist es leichter, die Augen zuzumachen. Mhm. Weil ja, da hat man keinen optischen Input, sozusagen keine Reize von außen, die einen ja auch wieder Ablenkungspotenzial bedürfen. Je nachdem, wo man dann auch hinguckt, dann kommt doch vielleicht irgendwie das Fenster, fährt jemand vorbei oder keine Ahnung was, gibt dann irgendwie Impulse. Also es wird empfohlen, die Augen zuzumachen. Aber ich würde auch da sagen, es ist so ein bisschen, man muss es ein bisschen experimentieren. Das funktioniert für jeden anders. Und es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, okay, ich kann mich auch im Liegen super konzentrieren und werde dann nicht müde und schlafe nicht ein. Und wenn das gut funktioniert, dann ist es auch gut. Und ja, genau. Aber so für Anfänger sagt man, wenn man es mal erstmal ausprobieren will, starten würde ich mit Augen zu, aufrecht sitzen und irgendwie eine ruhige Umgebung wählen. Alles klar. Kaffee vor oder nach der Meditation? Ist eine gute Frage. Ist auch wieder sehr individuell, würde ich sagen, wenn man es jetzt nach dem Aufstehen macht. Also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich es jetzt direkt nach dem Aufstehen machen würde, einfach irgendwie aufrecht hinsetzen, Füße von der Bettkante und anfangen zu meditieren, würde ich auch sehr, sehr stark mit Müdigkeit kämpfen und wahrscheinlich schnell wieder einschlafen. Deshalb mache ich es halt nach der Dusche sozusagen. Also bei mir ist dann die Dusche das, wo man nachher auch kalt, da weiß mein Geist, okay, jetzt bin ich wach, jetzt geht der Tag los, dann meditiere ich. Für manche mag dieser Effekt auch durch den Kaffee hervorgerufen werden. Ich weiß nicht. Davon würde ich aber abraten. Ja. Also in Indien wurde immer gesagt, 4,5 Stunden vorher nichts essen, 8 Stunden vorher kein Alkohol und 1 Stunde vorher kein Kaffee und keine Zigarette, glaube ich. Das sind gute Regeln. Das mögen die Biohacker so genau. Ja, also das war. Das ist heute noch so. Ich versuche mich da heute dran zu halten, auch nicht sklavisch. Aber ich habe die gleiche Morgenroutine wie Jonas. Ich stehe auf, ich gehe erst duschen. Weil wenn ich mich direkt nach dem Aufstehen zu meditieren hinsetze, das nehme ich zu müde. Deswegen das Duschen macht genau diesen Effekt, dass man jetzt irgendwie konzentriert wach sein kann. Kaffee unbedingt erst nachher. Also aber auch wir sind, Seven Mind ist aus der Idee entstanden, Meditation so undogmatisch und so esoterikfrei wie möglich darzustellen, einfach weil es eine sehr gute Technik ist. Deswegen möchten wir da auch niemandem irgendwelche strengen Regeln vorschreiben. Es gibt natürlich nur Erfahrungen, die in der Vergangenheit gemacht wurden, die daraufhin schließen lassen, dass es dann besser funktioniert. Wenn ich nicht meinen Körper gerade mit Koffein vollgepumpt habe, dann ist was anderes am Werk in mir, als wenn ich mich versuche, klar auf meinen Atem zu fokussieren. Da bin ich ein bisschen verdenkt eigentlich. Ich habe tatsächlich die Frage in einer meiner allerersten Episoden, da war ich noch mehr im englischsprachigen Bereich unterwegs, mit der Emily Fletcher, auch so eine Meditationstrainerin aus den USA. Die hat auch sich dazu geäußert und die meinte, ähnlich wie du eigentlich auch, dass kurz davor der Kaffee unter Umständen dann mit den Effekten, die du durch die Meditation erzeugst, dann interagieren könnte und nicht unbedingt positiv. Ja. Deswegen, dass man eben zum Beispiel den Kaffee nachher trinkt oder eben eher 1 Stunde vorher. Also das auch aus eigener Erfahrung kann ich das auch sagen. Übrigens, was ich auch sehr spannend finde, vielleicht habt ihr da schon Erfahrung damit. Wir sind ja in der Flow-Grade-Show und ich beschäftige mich intensiv immer mit dem Flow-Zustand. Und der Flow-Zustand ist ja ein Alpha-Theta-Zustand im Prinzip, wo die Hirnwellen auch so zwischen dem fokussierten Alpha-Zustand und dem meditativen Theta-Zustand wechseln. Jetzt mal auch persönlich an euch
jeweils die Frage, so habt ihr, was bringt euch persönlich in diesen Flow-Zustand? Was macht euch besonders an den Alltag? Oder wie könnt ihr euch selbst vergessen? Außer beim Meditieren. Also das Meditieren würde ich tatsächlich sagen, also ich finde Flow persönlich ein hochspannendes Thema. Ich habe da in der Schulzeit schon damit angefangen, mich irgendwie ich habe das Buch gelesen hier von, guck mal, ob ich es unfallfrei hinkriege, Mihaly Csikszentmihalyi heißt er, glaube ich. Genau. Zum Thema Flow. Super spannendes Buch. Was bei mir funktioniert, ist beim Laufen, beim Joggen gehen. Und am besten nicht auf einer monotonen Strecke, sondern am besten über Stock und Stein durch den Wald, wo viele Wurzeln sind, wo man aufpassen muss. Und wenn man da mit einer ordentlichen Geschwindigkeit drüber ballert, sage ich mal, hat der Geist so viel zu tun gerade, dass man aber irgendwann, also mir geht das so, ich vergesse mich dann so ein bisschen selbst und bin einfach nur in diesem Moment, wo ich aufpasse, dass ich mich nicht hinlege, sondern dass ich da relativ schnell drüber hänge. Das sind zumindest so Momente. Ich hatte früher im Ruhrgebiet, wo ich gewohnt habe, hatte ich eine Joggingstrecke, die hat das hergegeben. Und da habe ich extrem viele Momente gehabt, wo ich danach eigentlich aus dem Wald kam und merkte, wow, das waren jetzt dieser Teil der Strecke, diese 15 Minuten, wo das über Stock und Stein ging, das war großartig. Und das ist so mein engster Bezug. Und ab und zu gibt es auf der Arbeit Momente oder mal Episoden, wo das auch ganz gut funktioniert. Und per se ist bei mir so, dass halt das tägliche Meditieren erhöht für mich die Wahrscheinlichkeit, dass ich Flow-Momente erlebe, um einiges. Weil ich dann einfach so ein bisschen so eine Metaebene kommen kann, eben das, dass ich nicht nur im Alpha-Wellenzustand unterwegs bin, sondern dass der Theta-Zustand auch überhaupt die Möglichkeit hat, sich in meinen wachen Tag einzumischen. Das, glaube ich, kann Meditation ganz gut trainieren. Super. Und Jonas, du? Ich würde sagen, am häufigsten passiert es bei mir, wenn ich Musik mache. Also ich produziere so hobbymäßig ein bisschen elektronische Musik, auch am Rechner. Und da, ja, passiert es häufig, dass ich halt anfange, irgendwie mit einem kleinen Element da so rumzubasteln und bin irgendwie unzufrieden. Und dann wache ich 3 Stunden später wieder auf und habe irgendwie was, höre was, was mir irgendwie gut gefällt, wo ich gar nicht mehr genau weiß, wie ich das jetzt genau zusammengebastelt habe und wie ich auf diese Melodie gekommen bin oder sowas. Und dann, ja, häufig schon mal irgendwie jemand anklopft oder ein Telefon klingelt und sagt so, wir wollten uns doch eigentlich vor einer Stunde treffen oder keine Ahnung was. Dass ich wieder so reintauche und dann mich so eingroove und irgendwie da voll drin bin. Übrigens, da fällt mir nur gerade ein, noch eine kleine Anekdote zum Schluss, dass genau der Effekt, den du gerade beschreibst, weil wir besonders im Vorgespräch auch zum Thema REM-Schlaf noch gesprochen haben, dass eben auch die Kreativität dort gefördert wird. Und da gibt es eben, in einem Buch habe ich das jetzt gelesen zum Thema Traumschlaf, dass Keith Richards oder auch Paul McCartney viele der Melodien von den Beatles oder eben den Rolling Stones geträumt haben. Und dass Keith Richards zum Beispiel einen Aufnahmerekorder hat laufen lassen, wenn er eingeschlafen ist, weil er immer wohl im Schlaf gesprochen hat. Und die Melodie für Satisfaction ist tatsächlich so entstanden, dass er die gehört hat, als er sie selbst im Traum sozusagen irgendwie gepfiffen hat oder irgendwie so. Das ist so eine kleine Anekdote. Jungs, ich weiß, ihr müsst los, deswegen an dieser Stelle nochmal ganz kurz für alle, die jetzt zuhören und Bock haben, 7 Mile auszuprobieren, die es noch nicht gehört haben. Ich glaube, da gibt es bestimmt gar nicht so viele mehr, weil also ihr seid ja schon sehr präsent. Die können sich die App runterladen, die können auf 7mile.de schauen, die können euren Podcast hören, wie erwähnt, oder auch sogar das Buch lesen. Ihr habt schon sehr, sehr viel im Angebot. Und jetzt nochmal ganz kurz, weil ich weiß, die Barma unterstützt euch. Wenn man googelt, ist man, glaube ich, sogar das erste Suchergebnis mittlerweile, 7mile. Ganz kurz für Barma-Kunden, wie können die davon profitieren? Genau, also in Deutschland gibt es, glaube ich, meines Wissens nach so 9 Millionen Barma-Versicherte. Generell arbeiten wir auch noch mit 1-2 anderen Krankenversicherungen darüber hinaus zusammen, aber die größte Kooperation ist die momentan mit der Barma. Und da ist es so, als Barma-Versicherter kann ich mich in meine Barma-Portal online anmelden und sobald ich da drin bin, nach 7mile schauen und mich relativ schnell und unkompliziert zu 7mile anmelden und dann verbunden mit einem extra dafür gemachten, sehr intensiven Kurs die App insgesamt 12 Monate kostenlos nutzen. Und das funktioniert für alle Barma-Versicherte. Das fanden wir einen großen Milestone, nicht nur für uns, sondern auch für das Thema Meditation, weil das einmal so in digitaler Form das allererste Mal war, dass eigentlich so alltagstaugliche Meditation von den gesetzlichen Krankenkassen anerkannt wird und in dem Fall dann auch erstattet wird. Und das war schon ein dicker Step.
Das ist definitiv ein Stempel und auch Hut ab an die Barber, dass sie das eben auch unterstützen. Und nochmal Gratulation an euch für den zum einen für den Erfolg und auch den tollen Beitrag und den Wert, den ihr liefert. Finde es super, dass es euch gibt. Und an dieser Stelle vielen, vielen Dank. Also ich werde die Message verbreiten.